Hier, wir können hier keine Kanone abfeuern. Nein, das geht nicht, wenn wir nicht Ärger mit dem Aufseher bekommen wollen. Jonas und ich haben allerdings eine passende Stelle gefunden. Los! Ja, dann mal ran, ne? Wir folgen ihnen einfach mal. Ich meine mal, hier unten am Reaktor ist ja auch nicht gefährlich, da rumzuschießen, ne? Nun, wie sieht's aus? Du kannst jederzeit herkommen und schießen, wenn du willst. Cool. Das ist echt super, danke. Ohne Jonas' Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Du musst dich unbedingt auch bei ihm bedanken. Auf jeden Fall. So, ich glaube, wir müssen auf die Ziele schießen, ne? Zum Abfeuern ihrer Waffe Maus 1. Oh. Zielen ist Maus 2. Oh, schon wieder daneben. Vorsicht, eine Red-Kakerlake. Wo? Glaubst du, dass du sie mit deinem Luftgewehr kriegen kannst? Einfach zielen und schießen. Glaubst du schon. Ah. Nice. Gute Arbeit. Eine Red-Kakerlake weniger, die uns das Leben schwer macht. Lass uns ein Foto machen und den Moment festhalten. Aber gerne. Hey, Jonas, mach mal ein Foto von mir und dem Großwildjäger. Cheeseburger. Gute Arbeit. Lass uns... Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Kumpel. Ich hoffe, du amüsierst dich. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Jonas. Das ist echt cool. Hey, 10 wird man nicht jeden Tag. Jetzt zeig mir mal, wie du auf etwas schießt. Und deshalb kriegen wir ein Luftgewehr. Nochmal schießen. Hier drüben, mein Junge. Also doch da. Lächeln. Cheeseburger. Ja. Das stimmt nicht. Ich bekomme doch keine. Sagen Sie mal, sind Sie wirklich 21, so Vers 6. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Soweit ich sehen kann, bist du ein aufgeweckter, gesunder 16-Jähriger. Also, ja, du musst am Unterricht teilnehmen und den GOAT machen. Nun geh, du hast einen GOAT zu machen. Ein GOAT. Gibt es irgendetwas über den GOAT, das ich wissen muss? Der Generalisierte Orientierungs- und Assessment-Test, GOAT. Er hilft zu ermitteln, welche Art Job du hier in der Vault 101 machen wirst, wenn du älter bist. Also, pass auf und versuch nicht einzuschlafen. Du weißt doch, was der Aufseher immer sagt. Wir werden in der Vault geboren, wir werden in der Vault sterben. Jeder wird auf seine Fähigkeiten getestet, damit er zum Wohle aller Vault-Bewohner beitragen kann. Kommt dir das bekannt vor? Also sowas wie ein Assessment Center. Ist ja schlimm, dass es im Spiel genauso verläuft wie im wahren Leben. Müssen wir hier sterben in der Vault? Werden wir nie rauskommen? So geht das nicht. Und es bringt auch nichts, hier alles und jeden mit Fragen zu durchbohren. Besonders nicht im Beisein des Aufsehers. Ich will dir jetzt mal was sagen. Es ist wichtig. Also hör gut zu. Dieser Ort, diese Vault, ist nicht perfekt, ich weiß. Aber es ist dein Zuhause. Du bist hier sicher. Mach dich beim Aufseher lieb, Kind, und du bleibst es auch. Verstanden? Du musst das schätzen lernen, was du hast. Weil das, was da draußen auf dich wartet, nicht das Leben ist, das ich mir für dich wünsche. Und auch deine Mutter nicht. Ich sehe schon, es wird ein freies und demokratisches Leben und ein Umgang ja auf uns zukommen. Wir werden mal sehen. Stimmt das, Papa? Wurden alle in der Vault geboren? Das sagt doch der Aufseher immer, oder? Ja. Er wird niemand anders reinlassen. Und so ist es, wie es eben ist. Du bist jetzt hier. Und es ist weitaus besser als da oben. Deiner Mutter und mir lag schon immer deine Sicherheit am Herzen. Und du bist hier sicher. Also wenn jetzt keiner reinkommt und keiner rausgeht,
Also, und hier alle geboren werden und immer die gleichen und, also, okay, wir nehmen einfach mal die nächste Antwort. Nein, bist du nicht. Wirklich. Als ich mit dem Medizinstudium anfing, lernte ich als erstes, woran man einen Krankspieler erkennt, der einen Test schwänzen will. Du schaffst das. So schlimm ist es nicht. Jeder muss ihn machen, wenn er 16 ist. Ich musste es, du musst es und alle anderen auch. Und so gut wie jeder schafft es, ohne hängen zu bleiben. Gut, dann mal wie du meinst, ne? Hey, das ist nicht meine Entscheidung. Das sind die Regeln. Du bist jetzt 16 und deshalb machst du dieses Jahr den GOAT. Komm schon. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Jeder muss ihn machen. Du schaffst das schon. Gut, dann hauen wir mal rein. Können wir vielleicht über Mutti sprechen, bevor ich gehe? Deine Mutter, sie war sehr schön, aber ihre Schönheit war anders als die, die du von diesen alten Fotos her kennst. Sie offenbaren nur wenig. Sie hatte so viel Herz, sowohl im Leben als auch in der Liebe. Aber dich hatte sie am meisten ins Herz geschlossen. Als sie schwanger wurde, war sie glücklicher, als ich sie jemals zuvor gesehen habe. Sie hatte so große Pläne mit dir. Und deshalb ist es Zeit, dass du mit der Hinhaltetaktik aufhörst und zum Unterricht gehst. Bitte, mein Junge, nimm diese Leistungstests ernst. Das Letzte, was ich mir wünsche, ist, dass mich der Geist deiner Mutter heimsucht, weil ihr einziges Kind Müllverbrenner geworden ist. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal zum GOAT. Futur Imperfekt. Mach's gut, mein Sohn. Jetzt aber nichts wie raus hier. Und viel Glück. Danke, ciao. So, einmal kurz die Tasten hinter Mikro finden. Jetzt geht's weiter. Hallo, Jonas. Bist vorbeigekommen, um deinem alten Herrn vor dem Unterricht einen Besuch abzustatten, was? Richtig. Wo? Ist da jemand? Oh. Hallo. Ich mach mir ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, Jonas kann sich das bei LOL ansehen. Hust uns doch nicht an. Komm, das ist ja gut. Mein Gott, Butch, warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Was? Was ist denn bei euch da? Gib's dir, Papa rennen und petzen. Blöde Tunnelschlangen, kindliche Arschlöcher, wenn du mich fragst. Warum lassen sie mich nicht in Ruhe? Es ist doch nicht meine Schuld, dass mein Vater Aufseher ist. Mir ist ihre blöde Gang völlig wurscht. Kannst du mit ihnen reden? Vielleicht hört Butch auf dich. Bitte. Mir ist das auch recht wurscht. Naja, aber nur weil du es bist. Belästigen dich Butch und seine Freunde mal wieder? Ein Haufen Idioten, wenn du mich fragst. Sie denken, sie sind echt mega hart mit ihrer bescheuerten Gang. Sie hängen nur rum und machen Schwierigkeiten. Sie haben es auf mich abgesehen, weil mein Vater der Aufseher ist. Als ob das meine Schuld wäre. Nein, wenn man es genau betrachtet, nicht. Mal sehen, ob ich ihnen Vernunft beibringen kann. Danke, du warst schon immer ein guter Kumpel. Versuch doch mal mit Butch zu sprechen. Sie werden alle tun, was er sagt. Was los? Papas Mädchen wird doch wohl nicht heulen. Komm her, Butch. Was ist? Was geht hier vor? Geht dich nichts an, Kindchen. Hau ab, bevor wir dir wehtun. Wenn du dich mit den Tunnelschlangen anlegst, dann kannst du was erleben. Kapiert? Wenn du sie weiter belästigst, wird sich der Aufseher um deine Gang kümmern. Als ob ich mich mit einem kleinen Hans Wurst wie dir abgeben würde. Verzieh dich, Point Dexter. Lass sie in Ruhe, sonst bekommst du es mit mir zu tun. Und wer bist du? Ihr Freund? Ha! Wenn du so weiterredest, Junge, schicken wir dich mit ein paar Knochenbrüchen zurück zu deinem Papa, damit er dich wieder zusammenflicken kann. So, Butch. Nur wir beide, hier und jetzt? Das soll wohl ein Witz sein. Kommt schon, Tunnelschlangen. Diese Knalltüte braucht noch eine Lektion. Sie denkt, Butch, hart ich dich. Lass ihn in Ruhe. Oh, ein harter Bursche. Schnapp den Tunnelschlangen, legt man sich besser nicht an. Kommt schon, Tunnelschlangen. Okay, du hast gewonnen. Wir lassen das kleine Mädel in Ruhe. Du bist sowieso nur eine Zeitverschwendung. Kommt schon, Tunnelschlangen. Wir hauen ab. Mal locker einen auf die Nase und schon geht das hier. Danke, dass du sie mir vom Hals geschafft hast. Arschlöcher.
Bitte schön. Ich habe keine Ahnung, warum sie mich nicht in Ruhe lassen. Vielleicht, weil mein Vater der Aufseher ist. Diese Idioten. Es ja, leben die das Tunnelschlangen. Kann ich auch nicht verstehen. Na gut, gehen wir. Nun, Sie haben es geschafft. Sind Sie bereit für den GOAT? Nein. Keine Sorge, so schlimm ist er nicht. Da muss leider jeder durch. Schade. Oh, ich fühle mich krank, Mr. B. Schätze, ich muss den Termin verschieben. Klar, ich bin bereit. Ich wette, das schaffe ich mit links. Was soll das? Muss ich diesen dummen Test echt machen? Natürlich sind wir bereit für den großen GOAT. Sicher wirst du das. Besonders, wo es alles Multiple-Choice-Fragen ohne falsche Antworten sind. Wir beginnen, sobald jeder seinen Platz gefunden hat. Viel Glück. So, solche Abi-Aufgaben hätte ich gerne damals gehabt. Nun, jetzt, wo alle den Klassenraum gefunden haben, können wir ja endlich beginnen. Hau Bitte ab. Quatschen Sie nicht und halten Sie Ihre Augen auf sich selbst gerichtet. Ja, ich spreche mit Ihnen, Mr. Deloria. Alles klar, Mr. Brudge. Es sei denn, es hat noch jemand anders aufschlussreiche Kommentare. Dann können wir beginnen. Frage 1. Ein hektischer Vault-Wissenschaftler läuft auf Sie zu und schreit, ich werde meinen Quantenharmonisator in Ihre Photonenresonanzkammer stecken. Wie lautet Ihre Antwort? Aber Doktor, würde es keine parabolische Destabilisierung der Spaltungssingularität verursachen? Ach ja. Danke gleichfalls, Kumpel. Sie sagen nichts, sondern schnappen sich ein herumliegendes Rohr und schlagen dem Wissenschaftler damit auf den Kopf, um ihn ins Land der Träume zu schicken. Wenn Sie das Richtige verstanden haben, wollte er die Vault in die Luft jagen. Sie sagen nichts und hauen ab, bevor der Wissenschaftler fortfahren kann. Also mal bitte, Leute, das ist ja wohl die einfachste Frage, die man kriegen kann. Frage 2. Während Ihrer Tätigkeit als Praktikant in der Klinik stolpert ein Patient mit einer seltsamen Fußinfektion durch die Tür. Die Infektion breitet sich mit alarmierender Geschwindigkeit aus, aber der Doktor ist mal eben rausgegangen. Was tun Sie? Das ist schon kniffliger. Wir könnten sie amputieren, den Fuß, also bevor sich die Infektion noch weiter ausbreitet. Oder wir könnten nach Hilfe rufen. Oder wir versorgen den infizierten Bereich so gut wie möglich medizinisch. Man könnte aber auch beruhigen und sehen einfach mal zu, wie sich die Infektion ausbreitet. Ich denke mal, wir greifen direkt mal zur Tat und amputieren. Frage 3. Sie entdecken einen jungen Burschen auf den unteren Ebenen der Vault. Er hat Hunger und fürchtet sich, ist aber scheinbar im Besitz gestohlenen Eigentums. Was? Sie? Nee. Sie umarmen den Jungen, sagen ihm, dass alles in Ordnung ist. Der hat gestohlen. Sie konfiszieren die gestohlenen Gegenstände mit Gewalt und lassen den Jungen als Bestrafung zurück. Sie stehlen dem Jungen das Diebesgut, um es selbst zu haben, und überlassen ihn seinem Schicksal. Sie bringen den Jungen in Sicherheit und melden ihn dem Aufseher. Aber natürlich, er könnte ja später, wenn er groß ist, immer noch böse Sachen vorhaben. Wir melden ihn. Frage 4. Glückwunsch. Sie haben es in eines der Vault 101 Baseballteams geschafft. Welche Position bevorzugen Sie? Tja, Pitcher, Catcher, Hitter. Ich habe keine Ahnung vom Baseball. Boah. Hitter. Ist das nicht dieser Schläger da? Also derjenige, der dann vor denen steht und den direkt einen auf die Nase haut? Frage 5. Ihre Großmutter lädt Sie zum Abendessen ein, reicht Ihnen dann aber eine Pistole und befiehlt Ihnen, einen anderen Vault-Bewohner zu töten. Was tun Sie? Sie führen sich der alten Dame... Sie fügen sich der alten Dame und töten den Ansässigen mit der Pistole. Oder sie bieten ihren teuersten Besitz für das Leben des Ansässigen an. Ich glaube nicht, dass wir so teure Besitztümer haben, damit das reichen würde. Dann könnten wir aber auch lieber unsere Oma fragen, ob sie eine Minigun hat. Wir möchten schließlich nicht vorbeischießen, ne? Oder... Wir schütten unserer Großmutter den Tee ins Gesicht. Wir wollen natürlich nicht vorbeischießen. Frage 6.
Der alte Mr. Abernathy hat sich mal wieder in seinem Quartier eingeschlossen und Sie haben die Aufgabe, ihn rauszuholen. Wie gehen Sie vor?